Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach Ticket und heute habe ich das Spiel Castle oder Hustle Castle. Ich werde starten, Folge 3 machen und ein bisschen warten. Jo, da ich am Wochenende nicht mehr. Also, ich spiele die Spiele zwar am Wochenende, ich nehme nur nicht mehr auf. Und setze das ja nicht mehr rein, was ich ja gesagt habe, werde ich ja so machen, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe zum Wandern mit meiner Frau. Weil ich bin immer die ganze Zeit auf Arbeit und was ist denn jetzt los hier? Gut. Und dann am Wochenende bin ich dann auch nochmal an Arbeit. Das ist mal ein bisschen doof, deswegen machen wir das so, dass ich nur noch am in der Woche die Quests aufnehme. Ich werde sie, wie gesagt, trotzdem machen, aber nicht aufnehmen. Und heute sind wir hierbei. Alles leer. Ich habe schon lange nicht gespielt. Gibt es da nicht wieder eine Belohnung? Und die machen nur 10 Minuten, weil ich habe gerade Besuch, der jetzt gerade, glaube ich, wiederkommt vom Einkaufen. Das ist aber wieder. Ja, ich nehme gerade auf. Muss ich leise sein? Jetzt bist du drinne. Okay, dann hole ich mal hier die Ressourcen ab, die ich gekriegt habe. Ich versende. Ein Paket Butter gekauft für mich zum Frühstück. Ich versende die Ja, für die Tage. Geschenke und weiter geht's. Na gut, ich hoffe, ich drücke da jetzt nicht auch mal drauf. Ich probiere die Dailies zu machen. Die Video-Dailies möchte ich auslassen. Nicht so wegen gerade. Das ist ja dann zum Beispiel einmal die Invasion. Schön, dass auch gerade eine Invasion ist. Ja. Ich nö, noch nicht. So. Wenn ich fertig bin, habe ich auch noch. Wie lange dauert das? Halbe Stunde ungefähr. Ist man eine Pizza oder? Muss gleich mal Lola fragen, was die essen möchte. Lola ist der Chefkoch. Gut. Jo. Da muss ich einen ins Krankenhaus schicken. Lona, was willst du essen? Nennen. Ja, gleich. Mega. Ja. Butter, gut für die Tage. Ich wollte noch Marmelade. Oh, ich habe keine Marmelade gefunden. Gleich, wenn du reinkommst, linkes Regal. Da war schon lange nicht mehr da. Wo sollten wir vielleicht zurück? Wo geht ihr noch einkaufen? Wo wollt ihr einkaufen? Keine Ahnung, weiß ich Rewe? nicht. Ich weiß es nicht. Rewe gehen wir eher weniger hin. Wie meistens bei Kaufland oder Oder Lidl. Kaufland, geht auch. Ihr dürft nicht raus. Wo, Oh Donna? nein! Wo gehen wir nachher einkaufen? Lidl oder egal. Okay. Also Lidl war ich schon. Ihr könnt einkaufen hier. Ich habe gleich Unterricht um 3 Uhr. Ach Ach so. so. Okay.
Okay. Alle busy hier. Alter, deine Frau hat schon 5 Stunden heute gearbeitet. Ich weiß. Von 7 bis 12. Ich weiß. Mit diesem Bericht da. Ja. Übel. Online. Und jetzt machst du wieder Schule. Ja. Mal machst du, wenn ich Frühschicht habe, immer morgens Schule. Weil es ja dann ihre Ruhe. Aber jetzt bist du ja da. Da kann sie ja morgens schlecht Unterricht machen. Deswegen machst du ja das Schreiben. So. So, dann machen wir jetzt mal die nächste Invasion. Er ist genesen. Und los geht's. Und was hast du gerade gemacht? Ich bin gerade mit Jenny getroffen. Achso. Und hatte gerade, nicht mit ihr, aber mit jemandem eine Auseinandersetzung gehabt. Oh. Schlägerei? Das war kurz davor. Das wäre dann aber von mir ausgegangen. Hört nicht zu. Nee, mit wem redest du? Ich nehme doch auf. Achso. Auf jeden Fall wollen wir in Hedre, wenn wir uns getroffen haben. Ja. Und wenn du gerade über die Kreuzung fährst, Richtung Hedre, ne? Die zweite links, da geht es das dann auch noch weit. Da geht es einfach zum Flick. Weißt du? Ja, ich weiß. Dann sind wir ein Stück gegangen. Auf einmal hören wir, wie jemand aber voll laut rumschreit. Komm hierher! Und ich sehe noch, wie einer ausgeholt hat. Ne? Kurze Zeit später hören wir einen Hund so richtig am Fiepen. Ja. Ey, Alter, was ist denn jetzt los? Was geht denn da ab? Ne? Ich habe dann gesucht, wo der Typ da halt ist. Ne? Und dann habe ich mir den zur Brust genommen. Halt, ne? Ja, ich stand wirklich Angesicht zu Angesicht und der war so groß wie du. Ungefähr. Ne? Ja. Und ich sag so, wie gehen sie denn mit dem Hund um? Ich war richtig bissig, weil das geht gar nicht halt, ne? Ja. Ja, so und so. Und was hat er dann als Dings rum? Er hat ja ein Hörgerät und er kriegt das ja nicht so mit, wenn man so laut ist und so, ne? Ja, ich bitte dich, also du wirst doch wohl selber von deinem Körper halt aus merken, ob du normal redest, laut redest oder ob du schreist. Und er hat wirklich geschrien. Ja. Und wenn du weißt, wenn ich so rede schon, dann weißt du, dass das auch stimmt. Ja, klar. Ne? Aber der hat wirklich gebrüllt, hat der. Das ist ja, das merkt man ja halt auch selber halt, ne? Und ich habe auch wirklich gesehen, wie er dann wirklich auch so ausgeholt hat. Schreien in der Leine gehauen. Ja, ja, ja. Ne? Und dann meinte er, ja, er wäre im Tierschutzverein und so. Das hätte er gar nicht gemacht und so. Ich sag so, willst du mich verarschen oder was? Ich sag, entweder rufe ich jetzt gleich die Bullen, kann ich natürlich nicht machen und so weiter. Sollen wir die Bullen rufen oder wollen wir das auf andere Weise klären oder wie und hier und da halt, ne? Ich habe genau gesehen und gehört, wie du den Hund hier misshandelt hast. Ja. Und alles. Ich meine, wegen Tierquälerei hätte man ihn dran kriegen können. Ja, okay, das wäre Aussage gegen Aussage wahrscheinlich. Okay, ich bin jetzt ja wahrscheinlich auch gesehen. Ja, ich hab auch gesagt, ich habe einen Zeugen. Steht da unten. Ja. So und so, ne? Die ganze Zeit wirklich verbal, dann ist der auch wirklich kleinlaut und der hatte richtig Schiss gehabt, der hat richtig gemerkt, dass ich das halt auch richtig ernst meine und ich glaube, ich habe ihm jetzt einen Schrecken eingejagt, dass er das wahrscheinlich so nicht mehr machen wird. Ja. Der Hund, der war noch klein, also es war ein Labrador, ein schwarzer Labrador, okay, aber angeblich 7 Monate, die sind natürlich zwar größer, im Gegensatz jetzt zu Dackeln oder wie auch immer, halt, ja, halt verspielt halt noch und so, ne? Aber trotzdem, so geht man nicht mit dem Hund um. Nee. Dann will er mir erzählen, er ist in der Tierschule, er ist im Tierschutzverein oder Tierdings. Wenn er ein Dings kriegt, Alter, dann wird der rausgeschmissen. Ja, dann auf jeden Fall. Ja. Dann kam er, ich habe ihm ein paar Takte erzählt, ne? Ich habe auch dann wirklich so gemacht. Und dann soll ich dich noch einmal hier sehen, schlage ich dich tot. Das ist eine Drohung, das Song. Ja, ich weiß, dass das eine Drohung ist.
Ich weiß, dass das eine Drohung ist. Aber in dem Moment konnte ich mich einfach nicht mehr halten. Da. So, und dann, ne, ist da irgendwann abgedeckt. Ich sag so, komm, verpiss dich einfach nur. Und, ja. Dann ist er dann auch abgezogen. Dann kam er, sind wir erstmal zu unseren Autos halt gegangen. Am zweiten Anfang kam er dann unten wieder, weil er ist in die Richtung gegangen, wo der Weg geht, ne? Kommt aber hinten rum so wieder an unsere Autos zurück. Er hat aber gesagt, er hat da geparkt. Ja, das war nur eine Finte halt, ne? Klar. Und dann kommt er so rum, da stand noch ein anderes Auto und wir haben die Vermutung, dass das sein Auto war. Und er ist dann aber trotzdem weiter so angegangen. Also er kam dann nochmal wieder, dann wollte er sich nochmal erklären, ja, und der Hund verhält sich so und so. Für mich hat sich das so angehört, der Hund hat jetzt einmal irgendwie kurz mal gejault, einfach nur mal so halt, ne? Ja, ja, das macht er immer. So, weißt du, so nach dem Motto. Ich sag so, Alter, geh einfach weiter, geh. Sag ich so, bevor ich mich vergesse, geh einfach. Ich hab auch ein Foto gemacht. Ja. Vielleicht kennst du den. Ich hab ihn dann irgendwann fotografiert, weil mir das einfach zu blöd war. Du kannst bei Tierschutz anzeigen. Das geht dann ja nicht über die Polizei, es geht über Tierschutz, die gehen dann zur Polizei. Ja. Und dann bist du ja sozusagen da raus. Na, ich bin Zeuge halt. Ne? Jo. Hast du eine Wohnung hier angeschaut, deswegen warst du hier in der Gegend. Genau. Da, das ist der. Warte, eine Minute. Schnell nochmal ins Krankenhaus schicken. War nicht so? Doch. Ich hab schon größer gemacht. Ach so. Ja, schon. Größer geht nicht. Okay. Nee, sagt mir jetzt gerade nichts. Ja, es gibt gar nichts. Bestimmt habe ich den schon mal gesehen, aber so sagt mir der nichts. Mal schauen, ob alle hier arbeiten. Wollte er sich nicht noch erklären und so weiter. Ich habe dann einfach. Irgendwann habe ich einfach den Kopf weggedreht und habe ihn einfach ignoriert. Ja, der hat aber auf jeden Fall jetzt den Schock seines Lebens gekriegt. Ja. Meinst du nicht? Bestimmt. Der wird das bestimmt nicht mehr machen, so. Hoffentlich. Ja, ja. Labert er mich da auf dem Feldweg da noch so voll? So von wegen, ja, vergreif dich öfter wohl an ältere Menschen, ne? So, nein, ich vergreife mich nur, wenn an ältere Menschen, wenn die sich fehlverhalten und hier den Hund quälen. Wenn. Ich habe auch gesehen, er hat auch angeblich auf beiden Seiten. Ich habe es nur auf einer Seite gesehen. Aber trotzdem. Ja. Das ist doch keine Entschuldigung. Wie gesagt, wenn du halte die Ohren zu, so du redest ja dann automatisch ja schon lauter. Ja, du genau. Denkst, der andere versteht dich halt nicht. Genau. So, ne? Aber das ist ja noch ein Unterschied, als wie wenn einer. Also ich bitte dich. Ja. Nicht so umschreien. Nee, ist auch doof. Das hat Jenny halt auch gehört. Es gibt zwei Punkte, die an der ganzen Sache nicht stimmig sind. Das eine ist halt das Rumschreien, weil du merkst es halt vom Körper halt und das hat er mit Absicht gemacht. Also ja. Hat das bewusst gemacht. Das ist das erste. Und das zweite ist, wenn jemand ausholt und ein Hund fiebt und jault, ein Hund fiebt nicht einfach so und jault einfach so. Ja. Das sind die beiden Dinger, die auf jeden Fall gegen ihn sprechen. Junge, ey. Erst die Oma gestern auf dem Fahrrad? Belohnung abgeholt. Hä? Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, Belohnung abgeholt.
Gut, ich würde sagen, 10 Minuten sind bestimmt rum. Bestätigen wir das Ende und holen das Ticket noch ab. Und so. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.